Also ich glaube, wir haben eine psychische Störung. Und das machen wir, das passiert alles gar nicht hier. Okay, versuchen wir es mal. What the fuck? What is this place? Some kind of bunker? Ein Bunker. Sehr schön. Bunker immer gut. Jetzt kommen wir wahrscheinlich wieder ins Parkhaus oder sowas. Oh, schön. Ich wollte gerade ein Foto machen. Infra. Die Leute, die Infra geguckt haben, wissen Bescheid. Okay, wieder einen Stadtplan. Vancouver Island. Aber alles recht ordentlich hier. Mit Feuerlöscher und so. Empty your pockets of all belongings before using machines. Die Frage, warum hier überhaupt Machines sind. What the fuck? Okay. Gucken wir erstmal, was hier oben ist. Fernseher. Irgendwas müssen wir hier also machen. Wir werden beobachtet. Okay. Was ist das hier für ein Ort? Wir werden es jetzt vielleicht rausfinden. What anomaly? That's bullshit. Boring. Activity Report. Reactors within Russian Federation. Unser Agent hat die Forschungsstation erreicht. Codename Postbox Office Nummer 5 in Russland. Wie der Agent sagte, ist dieser Gefängnisforschungskomplex in Ruinen zerfallen. Das Equipment wurde entfernt und so wie ganz wie alle potenzielle Zeugen. Es gibt keine konkreten Beweise, dass das russische Natural Phenomenon Research Unit, okay, das russische natürliche Phänomenforschungseinheit involviert war in diese ganze Sache in diesem Ort. Wie auch immer, unser Agent hat die unteren Level des Komplexes erreicht. Er hat Spuren von Aktivitäten einer Person entdeckt, die ziemlich genau identifiziert werden kann als Vitali Grasenyuk, ein ehemaliger Agent der russischen Forschungseinheit. Grasenyuk ist wohl dafür verantwortlich für die Ereignisse von 1959, die in dem Mountain Pass von Mount Otoriton stattgefunden haben. In den nördlichen Örtern, in den nördlichen Bereichen des Uralgebirges. Er wurde für Jahre in einem psychischen Hospital in Moskau festgehalten, aber entkam unter immer noch unbekannten Umständen. Er wurde dann in verschiedenen Orten gesehen, inklusive einer Route zum Mountain Pass. Später sind alle Spuren zu ihm verschwunden. Bezogen auf unsere Überwachung, die russische Autoritäten sind sehr, sehr darauf bedacht, ihn zu fangen. Grasenyuk hat oder kennt die volle Dokumentation des Phänomens, auch als Anomalie 0H191 bekannt. Das Erscheinen hat sich in den letzten Jahren intensiviert.
auch in den USA. Wir haben Instruktionen zu unseren Agenten gegeben, dass Grazenyuk zu fangen ist die oberste Priorität hat. Wir glauben, dass sein Wissen uns helfen kann, zu verstehen, was diese Anomalie ist und wie wir sie kontrollieren können. Wir warten oder wir untersuchen den höchsten Prozesslevel der Anomalie und eine volle Beobachtung. Unterschrieben Dr. William Fortes. Okay. Mehr können wir jetzt hier nicht machen? Achso, die Kamera verfolgt uns gar nicht. Doch, sie verfolgt uns doch. Ja toll, jetzt ist das Licht hier angegangen. Und jetzt? Sackgasse? Okay, einfach wieder zurückgehen, schätze ich. Einfach wieder zurückgehen. Gucken, was es draußen noch gibt. Sofern es draußen noch was gibt. Okay, wir können einfach mal hier ein Maisfeld. Okay, hier gibt's sonst draußen nichts. Was genau? Ach doch, hier. Hier ist ein Weg. Okay. Cornfield. That can't end well. Ein Weg durch ein Kornfeld. Oh, nice. Okay. Das sieht wirklich cool aus hier, der Leuchtturm. Sehr schön, sehr, sehr, sehr schön. Hey, ein altes Farmhaus. Vielleicht sind die Bakers ja da. Okay, da geht's weiter. Wir machen halt Old Jefferson. That guy was always a little off. Okay, Old Jefferson wohnt hier. Der Typ war immer ein bisschen seltsam. Okay, da sollten wir aufpassen. Irgendwie rum. Da unten geht's auch lang. Ey, ein Bunker. Komm mal nicht rein. Okay. Vielleicht hat Old Jefferson ja eine bessere Knarre in seinem Haus. Das würde mich freuen. Wer weiß, was hier noch so passiert. Oh ja. Ist nur Munition. Okay, ein Schuss. Ein Schuss. Das ist wohl Old Jefferson, seine Frau und sein Kind. So, Maddie. How much did you make today? Daddy would be so proud. Tell us, how much did you spend? Did you buy some new furniture? Is the family happy? How's work? Did you brag about your accomplishments? Are your friends jealous already? You're so awesome, Matthew. No! You're a goddamn liar! You're a fraud, Matt! You're living an artificial life! We know full well you don't want any of the things you have. What do you want, Matt? What do you really want? Is what you have too much? Or maybe it's not enough? You lost, Matthew. We're telling you outright, you're stuck at the point of no return, and there's no one here, except us. Erwarte uns. Okay, scheinbar ist dieses Alkoholproblem ein größeres Problem. Es wird irgendwie immer wieder angesprochen, weswegen glaube ich, dass wir vielleicht da
auch irgendwie etwas Schreckliches getan haben. Im Suff vielleicht unsere Familie gekillt oder irgendwie sowas in der Art. Okay, ich steck die Waffe erstmal weg. Jetzt hier ein Schloss. Ach, wir können doch kaputt machen. Aber wie? Okay, wie auch immer. Wir gehen den Weg mal weiter. Wir hätten dann vielleicht gar nicht das Schloss kaputt schießen müssen vorhin in der Polizeiwache und hätten uns die Munition sparen können. Dann wäre es auch ein bisschen besser gewesen. Okay, ich weiß noch nicht, warum man hier durchs Maisfeld so einen Holzweg baut. Aber ich hoffe, wir sind nicht auf dem Holzweg, dass wir immer noch richtig sind. Oh, ruckel, ruckel. Oh, okay. Nein, nein, doch, nein. Hat sich wieder beruhigt. Gut. Okay, hier geht's wieder runter. Richtung Küste. Hier sind wieder die Boote. Alles cool, solange uns nicht der Weg versperrt wird. Wir haben ja immer noch eine Taschenlampe, das habe ich schon ganz vergessen. Okay, hier ist ein Hafen. Oder irgendwie sowas. Hafengebäude. Ich bin mir immer noch nicht klar oder im Klaren darüber, was wir eigentlich hier suchen. Ja gut, Frauen, Kinder wahrscheinlich, aber... So langsam müssten wir doch mal irgendwas finden. Oder Antworten finden. Dann können wir ihn wieder runter. Wir gucken erstmal hier oben. Steck mal weg die Waffe. Ich will zoomen. Okay, wir können hier hoch. Und da runter. Hier ist ein Ausguck, glaube ich, einfach nur. Ja, da sind die Docks, okay. Können wir eben gucken, ob der Weg frei ist. Ich sehe jetzt zumindest keine Monsterchen hier. Gehen wir mal hier runter. Mal ein bisschen beim Müll rum. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Munition hier. Kommen wir auf jeden Fall da auf die Docks. Nee. Die Sucherei wird uns nicht belohnt hier. Wird uns leider nicht belohnen. Ich will das Telefon da vorne klingeln gleich. Warum sollte man es sonst hier hinbauen? Hallo? I was out for a walk. The weather's terrible, but Shivercliff is beautiful. I made it to downtown and the lighthouse through the forest until I got back to the road and the hospital. Hospital. I brought you fresh flowers. There was some lady here. They said it was your neighbor from when you lived here. She was saying strange things. Ich würde ja gerne. Okay, das ist hier diese Hauskeeperin, die Nachbarin, die ganz am Anfang in dem Brief erwähnt wurde. Da kommen wir nicht her, wir müssen diesen Weg nehmen hier. Gefährlich. Ich sehe auch immer noch keine Gefahr im Moment. Ich hoffe, das bleibt so.
erstmal auf Scheißhaus gehen. Dixie! Schade, ich dachte, da liegt wieder was. Okay. Wo kommen wir nun hin? Privatgrundstück. Betreten verboten. Okay, ich vermute mal, hier in den Docks wird wieder irgendwas rumschleichen. Yep! Ich wusste es. Ich wusste es. Ah, nee, ah, nee, ah, nee, ah, nee. Jetzt haben wir so viele Medikits und ich weiß nicht, wie man sie nimmt. Aber zwei Schuss reichen ja, um die Bastarde fertig zu machen. Vielleicht haben wir Glück. Ich versuche mich aber vorbeizuschleichen, sofern ich kann. Wir sind sicher hier. Gibt es auf jeden Fall ein paar Ecken, um sich zu verstecken. Können wir die Waffe erstmal wieder wegstecken. Ich höre komische Geräusche. Okay, wir können hier lang. Wir können hier lang. Nee, gibt's nichts. Okay. Da hoch kommen wir nicht. Okay, wir kommen zu den Docks. Hinten ist er. Okay, das ist dieses Viech. Ich weiß nicht, ob wir das Viech vielleicht verfolgen sollen. Ist wahrscheinlich der Plan des Spiels. Das hat das Spiel wahrscheinlich vor mit uns. Hier können wir wahrscheinlich eh nirgendwo durch. Wir könnten daher, wir können auch da oben her. Könnten wir vielleicht auch her. Was das für Geräusche sind. Ist nur mal, hier gibt's nichts. Murdoch. Ich hab mir eine große Jacke verloren. Schade, ich dachte, es wäre ein Brief. Painkiller. Nur Painkiller? Okay. Aber wie benutze ich die? Ich habe es bis jetzt noch nicht rausgefunden. Munition wäre nicht schlecht. Was? Nicht weiter. Das heißt, wir können den Weg ganz quasi ein. Oh, hier können wir noch lang. Mama!